Wo Freiheit, dort Verantwortung. Aber auch wo Freiheit, dort Liebe. Ich kann nicht einen Stein gebieten, mich zu lieben. Ich kann auch nicht einen anderen Menschen gebieten, mich zu lieben. Ich kann nicht sagen zu einem Menschen, hör mal, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Nein, Liebe kann man nur schenken und man kann es nur frei empfangen. Und das setzt wiederum voraus, dass Liebe etwas mit der Freiheit zu tun hat. Aber wir haben ja gerade gesagt, dass wo Freiheit ist, dort ist Verantwortung. Und das bringt eine sehr spannende Überlegung mit sich. Und das heißt, dass Liebe, Verantwortung und Freiheit proportional sind zueinander. Und wie oft hören wir aber heute, ich will keine Verantwortung, ich will frei bleiben. Und genau ist das Gegenteil. Desto mehr ich frei sein möchte, desto mehr muss ich Verantwortung übernehmen. Und desto mehr ich lieben will, desto mehr muss ich Verantwortung übernehmen. Und desto mehr ich liebe, so mehr frei werde ich werden. Und das ist sehr bezeichnend, weil Liebe natürlich immer eine Entscheidung auch bedeutet für jemanden. Und das heißt, dann bin ich nicht mehr frei, tausende andere Möglichkeiten zu wählen. Wenn ich zum Beispiel in der Ehe sage, ich gebe mich dir hin, dann habe ich Nein gesagt zu hunderttausenden, Millionen von anderen Möglichkeiten. Aber gerade ist es diese Entscheidung für die Liebe, die mich befreit von meiner Versklavtheit zu meiner Unentschiedenheit. Und gerade weil ich mich jetzt entschieden habe, aus der Liebe für einen Menschen, möchte ich auch Verantwortung übernehmen für diesen Menschen. Und der Egoismus aber will genau das Gegenteil. Der Egoismus flüchtet sich von der Verantwortung. Er möchte nichts zu tun haben mit der Verantwortung. Und das sieht man dann auch ganz einfach in einem Beispiel von einem One-Night-Stand, wo mögliches Kind, die Möglichkeit des Kindes möchte man um Gottes Willen nicht wahrhaben. Warum? Weil ich keine Verantwortung haben möchte, für was ich heute Abend gemacht habe. Und ob ich jetzt Wunden verlassen habe in meine Partnerin oder in meinem Partner, das ist mir eigentlich völlig egal. Und das ist sehr schade. Und was ich halt euch wünsche, und mir selber, ist, dass wir immer mehr begreifen, wie sehr diese drei zusammenhängen und dass wir sie auch immer tiefer leben. Freiheit, Liebe, Verantwortung.